Extra Herz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Ben Alba unterwegs, Teil 3 der Entdeckertour. Der Schocker der Woche, die Tagesschau. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ben Alba hat sich wieder auf den beschwerlichen Weg gemacht, mitten durch das gefährliche Hochgebirge Schwarzwald. Er hat keine Gefahren und Mühen gescheut und sich für euch durch die heimische Wildnis gekämpft. Was er auf der schweißtreibenden Tour erlebt hat, das seht ihr jetzt. Ben Alba und das Team sind aus dem Hochschwarzwald abgestiegen, in das Hunsbachtal bei Forbach. Mitten in dem verschlafenen Ort ein berühmtes Kleinod Schwarzwälder Gastfreundschaft. Die Forelle. Seit fast 150 Jahren im Besitz der Familie Zimpfer. Wirtin Helga Zimpfer hat die goldenen Zeiten des Ortes miterlebt. Zeiten, die schon lange zurückliegen. Hunsbach ist dann erst richtig bekannt geworden. 1952 hat dann die IG Metall das große Haus aufgebaut. 52 bis 53 und dann, soll man sagen, so in den 60er Jahren. Der Glanz des Wirtschaftswunders lange vorbei. Wo früher die Wandertouristen tanken konnten, heute Kakteen, die mit ein paar Tropfen Wasser auskommen. Der einstige Supermarkt verödet. Die Bevölkerung von Hunsbach ist harte Zeiten gewöhnt. Schon früher war das Leben hier vor allem eins. Viel Arbeit. Wir hatten noch Landwirtschaft dabei. Ne? Man hat immer drei bis vier Kühe gehabt, dann hast du einen Kalb gehabt, es waren Schweine da, waren Hühner da, viel Wiesen ums Haus rum, wo alles bewirtschaftet hat, müssen. Schon immer überall viel mitarbeiten müssen. Ne? Landwirtschaft lohnt sich nicht mehr. Familie Zimpfer züchtet heute eine seltene Hunderasse, den Schwarzwaldterrier, ein treues, widerstandsfähiges Rassetier, auf der ganzen Welt beliebt. Berühmt ist der Gasthof auch wegen seiner Spezialität, der Hunsbacher Bachforelle. Einst gab sie dem Haus seinen Namen. Jeder Gast kann sich seinen persönlichen Fisch im Aquarium aussuchen. Das Wasser kommt direkt aus einem klaren Gebirgsbach und verleiht den Tieren ein natürliches Aroma. Fast scheint es, als kämen die schönen Fische freiwillig in die Küche, bei so sorgsamer Hege und Aufzucht. Was die Forellen nicht ahnen, schon bald erwartet sie ein jähes Ende. Nach einem alten Ritual werden die Fische erschlagen. Helga Zimpfer kennt es seit ihrer frühen Kindheit. Sie hat Tausende der Tiere erlegt, gesäubert und zu schmackhaften Gerichten verarbeitet. Liebevoll widmet sie sich auch den toten Tieren, obwohl sie mit dem Gasthof Forelle nicht nur positive Erinnerungen verbindet. Wenn mir das als junger Mensch gesagt hat, du hast mir später die Forelle, ich sagte, du spinnst. Weil man schon als Kind immer sehr viel drin arbeiten hat müssen. Ne? Ich bin wirklich von nichts verschont geblieben. Ja. Naja. Lebenslang im Hunsbachtal. Ein Schicksal, das Ben Alba und sein Team nicht teilen möchten. Wie viele junge Menschen. Auch sie verlassen das beschauliche Hunsbachtal am Hunsbach. In den letzten Jahren ist es um den Bach immer einsamer geworden. Und vielleicht wird die Idylle irgendwann wieder ganz allein den Forellen gehören. Spannende Bilder aus dem Schwarzwald. Ob Ben Alba es tatsächlich bis ans Ziel schafft, das seht ihr nächste Woche. Was diese Woche in Karlsruhe alles los ist, das verrät euch jetzt Petra. Ja, Petra, es gibt einiges von der Uni zu berichten und natürlich ist auch für die Kulturinteressierten unter euch etwas dabei. Diffusion per Video, das ist französische Videokunst im ZKM. Die jungen Kreativen greifen die Bilder wieder auf, die wir alle durch den täglichen Fernsehmarathon kennen. Die Videokunst beschäftigt sich unter anderem mit Daily Soaps, Mickey Mouse und dem täglichen Nachrichtenprogramm.
In über 17 Werken taucht das alles wieder auf, was unseren Fernsehalltag ausmacht, nicht ganz so, wie wir es kennen, sondern kreativ interpretiert. Das ZKM zeigt die künstlerischen Bilder von 2. Oktober bis 14. November in der Media Lounge. Spätestens wenn wir alle vor der ersten Seminararbeit stehen, stellt sich die entscheidende Frage: Wie komme ich eigentlich an die passende Begleitliteratur ran? Dabei kann euch Lieselotte Eckel weiterhelfen. Am Dienstag, den 5. Oktober, zeigt sie Interessierten, wie man die Computer der Unibibliothek bedient und wo die richtigen Bücher dann zu finden sind. Um 17 Uhr beginnt die Einführungsveranstaltung, für die ihr euch bei Frau Eckel anmelden könnt. Wie das geht, erfahrt ihr natürlich auf unserer Homepage. Wagemutige und solche, die es gerne werden möchten, können bei dem diesjährigen Draisinenrennen mitmachen. Eine Draisine ist als Laufrad ein Urgestein der Fortbewegungsmittel und dem Fahrrad nicht ganz unähnlich. Am Sonntag, den 10. Oktober, findet um 15 Uhr ein Wettkampf der Hochschulen auf den historischen Rädern statt, an dem ihr teilnehmen könnt. Vielleicht wollt ihr eure Fähigkeiten erweitern oder seid an mehr Vielseitigkeit im Studium interessiert? Dann seid ihr genau richtig beim Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft aufgehoben, kurz ZAK genannt. Das ZAK bietet ein kulturwissenschaftlich ausgerichtetes Begleitstudium an. Verschiedene Dozenten aus dem kulturellen Leben vermitteln ihr theoretisches und vor allem praktisches Wissen. Ihr könnt aus 14 Bausteinen frei wählen und euch so ein auf eure Interessen zugeschnittenes Programm zusammenstellen. Einzige Zulassungsvoraussetzung: Ihr müsst bereits im 3. Fachsemester sein. Ja, im 3. Fachsemester ist er nicht mehr der Student Oliver Böck. Für sein Vordiplom hat er den halbstündigen Film Wordnapping gedreht. Inhalt des Kurzfilms: eine nachgestellte Geiselnahme in einem scheinbar echten Studio der Tagesschau. Das Videoexperiment des Kunststudenten hat für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben mit ihm über seinen ungewöhnlichen Studentenbeitrag gesprochen. Der Student an der Hochschule für Gestaltung, Oliver Böck, hat in 8 Kneipen in Karlsruhe ein Video gezeigt. Die Besucher der Lokale haben eine gefälschte Tagesschau zu sehen bekommen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. In dem Video bedroht ein bewaffneter Mann die Tagesschausprecherin. Der Autor des Videos spielt den Kidnapper selbst. Naja, mei, und was ich da jetzt quasi versucht habe, das ist ein naiver Bayer, den darzustellen, der das Ganze überhaupt nicht mehr aushält, da diesen ganzen Dauerbeschuss der Medien und ständig Terror und da und hier, und der quasi mit seinen Ultraschallbildern, das Embryos am selben Tag dann auftaucht in der Tagesschau und so richtig mal auf den Tisch klopft und sagt: Liebe Leute, so kann es nicht weitergehen. Gell? 2 Kneipenbesucher waren schockiert und haben nach der Aufführung Anzeige gegen den Künstler erstattet. Das Video wird zurzeit nicht öffentlich aufgeführt. Die Polizei in Karlsruhe ermittelt. Dieses Vortäuschen einer Geiselnahme in dieser Art und Weise, das hat dann doch den Tatbestand der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten erfüllt. Das Tagesschau-Video ist eine Studienarbeit und wurde an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe produziert. Die HFG-Studenten interessiert, wie Menschen Medien machen und wie Medien Menschen beeinflussen. Ich denke, die HFG befasst sich insgesamt sehr stark mit Manipulation in den Medien und durch die Medien. Und wir gehen halt der Frage hier hinterher, inwieweit werden die Leute auf eine gewisse Weise programmiert, auch durch die Medienlandschaft. Das Thema Mensch und Medien beschäftigt den Filmstudenten Böck schon länger. Ein fiktiver Werbespot zur Gentechnik lief erfolgreich in deutschen Kinos. Ähnlich wie bei der gefälschten Tagesschau gab es auch damals Ärger und Enttäuschung bei den Kinobesuchern, die sich den versprochenen, perfekten Menschen bei der beworbenen, aber fiktiven Klonfabrik doch nicht bestellen konnten. Für Oliver Böck gab es damals am Ende einen Studienpreis und keine Strafe. Medienkunst oder Störung des öffentlichen Friedens. Die gefälschte Tagesschau hat noch keinen Kunstpreis bekommen und die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Alle Beiträge und Infos findet ihr wie immer auf unserer Website. Ciao, bis zum nächsten Mal.